Ich mag Sachsen-Anhalt, weil sich hier was bewegt. Und wenn es nur bewegte Bilder sind. Thorsten Bönhoff, Chef von Digital Images in Halle. Er sitzt mit seiner Firma im heute wieder eröffneten Studio Halle. Das ist das neue Medienhaus der Saalestadt. Und da werfen wir nachher mal einen kurzen Blick rein. Studio Halle wieder eröffnet. Das neue Medienhaus am Waisenhausring beherbergt 6 namhafte Film- und Musikproduktionsfirmen. Wie etwa Arthouse Musik, das weltweit führende DVD-Label für Klassik. Insgesamt arbeiten im Studio Halle über 100 Menschen. Früher wurden dort DDR-Fernsehsendungen wie Burgparty oder Im Krug zum grünen Kranze produziert. Unter dem Namen Studio Halle haben sich 6 Unternehmen der Medienbranche zusammengeschlossen. Am Dienstag präsentierte sich die neue Interessengemeinschaft am Waisenhausring im Rahmen eines Sommerfestes. Zu den beteiligten Unternehmen gehören Film- und DVD-Produzenten, darunter die Digital Images GmbH, die ihre gerade erschienene DVD Peter und der Wolf vorstellte. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Staatsminister Rainer Ropra. Der Name Studio Halle nimmt Bezug auf die frühere Nutzung der Gebäude am Waisenhausring. 1964 wurde hier das gleichnamige Fernsehstudio eröffnet.